Der Hauch des Bösen. Kleiner Ritter, du musst endlich lernen, dass Ehre und Mut leere Worte sind. Meine Kräfte hingegen sind echt. Okay. 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 Lass mal auf den hier. Ich meine, die Stacheln sind nicht so tragisch. Ich bewege mich eh zu viel. Ui, habe ich den jetzt getroffen? Okay. Okay, ich brauche das Teil nicht, um den zu treffen. Muss nur... Oh, verdammt, ich bin voll reingesprungen. Kleiner Ritter. Ja, kleiner Ritter. Lernen, kleiner Ritter rasiert jetzt. Hau rein, Pontius. Nope. Das war ein sehr unnötiger Treffer. Warte mal ganz kurz. Mach mal hier einen Angriff, du. Okay, das war ein Treffer. Okay, er geht weg. Wo geht er hin? Da geht er hin. Der hält sich zu lange an seinem... Boah, warum hat er nicht getroffen? Mann. Schwimmt mir noch dieser Pott da ins Hulk Smash. So, jetzt aber. Okay, einer weniger. Perfekt. So, komm mal mit, Fliege Gefäß. Das ist auch nur noch eine dieser komischen Stachelwurzel-Sachen. Treffer. Schlag mal zu. Danke. Und wollte keinen... macht das Schaden, wenn der da durchfliegt? Stampf. Und verdammt, das war nicht nah genug. Mal direkt hier so eine Stampfattacke, bitte. Jawohl. Schön. Okay, noch ein Treffer. Noch ein Treffer. Wegteleportiert. Mann, ist das ätzend, diese Biester zu treffen. Jawoll. Geht direkt weiter hier. Okay, den... Oh, nice. Spring in deinen Tod. Mach mal hier einen hin oder so. Nice. Das macht immer nur einem Schaden. Ist natürlich ein bisschen doof. Ah doch, kann mehreren Schaden machen. So, jetzt ist noch Dornenheinz übrig. Treffer. Mach mal bitte hier. Danke. Was? Och nö. Ich hatte ihn doch fast. Ach.
Schnauze. Oh, jetzt darf ich wieder ganz von vorne anfangen. Das ist ätzend. Es dauert ja 30 Jahre, die alle zu killen. Ach, der ist auch runtergefallen. Was für Idioten. Und der schwierige Teil war schon um. Mach mal hier. Das war knapp. Jump. Noch ein Treffer. Okay, wo geht er jetzt hin? Geht er wieder dahin? Boah. Nicht so viele. Ah. Verdammt. Man wundert sich manchmal echt, dass man nicht trifft. Leid, falls ich gerade ein bisschen ruhiger bin. Aber ich habe nicht wirklich Lust, das nochmal zu machen. Ja, ja. Also diese Dorn-Dinger sind nicht das Problem. Da kommt man ganz leicht, von denen kann man ganz leicht ausweichen. Nochmal hier, danke. Na, könnt ihr das nicht gleichzeitig machen? Bitte. Danke. So. Du bist dran. Nice. Okay. Wow. Okay, das müsste auf jeden Fall ordentlich Schaden gemacht haben. Kann es sein, dass den großen Viechern, die... Wow, das war knapp. Oh, aber die, der Krug hier. Der ist echt praktisch. Okay, schön. Okay. Teleportier dich weg. Oder lass es bleiben. Ist auch gut. So, mach mal hier so ein Stachelding hin, bitte. So, hier so. Perfekt. Ja, aber am besten sollte der Pott in der Zeit bei dir landen. Oder was auch immer das ist. Kopf. Ernsthaft? Weil der kann mir hier oben nichts tun, oder? Aha, Noob. Okay, das müsste passen. Jawohl. Och, nicht noch mehr. Mich verarschen. Geht hier noch zum Third-Person-Action hier. Puh. Aber knapp. Darf nicht vergessen, dass dieser komische Topf ein One-Hit-Kill ist. Ich brauche Leben, verdammt. Gib mir doch irgendwer mal ein bisschen Leben. Okay, einer. Fuck.
Okay. Ist das stressig. Ah. Okay, Treffer. Versuch das jetzt mal auf die altmodische Weise. Es war nichts. Mit diesen, mit drei von diesen. Nein, es leckt. Wow, was war das? Ich auch noch lecks hier. Ist unfair. Ich möchte gerne nochmal angreifen. Wie viel Leben habe ich? Voll. Mach mal hier. Danke. Ah. Wenn einer von denen sterben würde, würde es mir schon verdammt weiterhelfen. Oh, wie der zum Beispiel. Okay, noch ein Treffer an dem. Der hat jetzt auch schon einige Treffer kassiert. Aber es sind nur noch zwei, das habe ich schon mal geschafft. Jetzt nur noch einer. Ich bin gerade richtig angespannt. Ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Scheiß Pott. Kopf, Pott, ich weiß nicht. Sieht irgendwie so aus wie so ein Pflanzenkübel. Okay, es teleportiert sich weg. Es geht dahin. Treffer. Nope. Heute nicht. Gerade den Topf geschlagen. Wollen wir kaputt machen? Okay. Doppeltreffer. Teleportiert sich Zauberwaldschrat wieder weg. Aber wie oft brauche muss ich den treffen? Leben hat der. Na komm. Ist doch tot. Jawohl. Oh. Boah, das macht einen voll fertig. Zack. 902. Jetzt dürfte ich sogar hier das Monster in den Bäumen machen. Ein gefährlicher Ausflug. Der Ritter wird ein Festmahl für meine gefräßigen Helfer abgeben. Wieso gefräßig? Das sind Skelette. Und von einer Seele. Tag. Okay. Solange die Viecher nicht fliegen oder Flächen Schaden machen. Nice. Boah, das sind Goblins. Was machen hier Goblins? Ich dachte, der hat nur ein bisschen verkloppen. Ja, komm. Weg. Ach, das war's schon. Ernsthaft. Das war ja nicht mal eine Minute. Lol. Okay. Ja, da würde ich sagen, gehen wir hier rein. Das Monster in den Bäumen. Unsere Helden kamen dem ersten verlorenen Splitter des Artefakts der Seele immer näher. Aber sie waren nicht allein. Da war noch etwas anderes im Geäst. Und es mochte keine Fremden, die in sein Reich eindrangen. Stadt.
Auf leisen Sohlen näherten sich die Helden dem Ort, an dem sie den Splitter vermuteten, und lauschten nach Anzeichen von Gefahr. Sie wollten auf keinen Fall Aufmerksamkeit erregen. Wir sind immer noch im Rotbaumwald. Da ist unser Splitter. Was bist du? Ein Drache. Einfach direkt am Anfang hier ein Boss. Was ist das? Okay, das ist... Aua. Kann ich ihm Schaden machen mit Pfeilen? Boah, Pontius. Müssen wir die Wellen drüber fliegen? Ah, das habe ich mir gedacht. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal Le Magia. Hier, nimm den zweiten auch noch. Autsch. Autsch, 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 autsch. Na? Ach, zwei. Warum nicht? Komm, gib mir ein paar. Ja. Kennen wir. Was bist du? Autsch. Da ich mich zu sehr darauf fokussiert, mehrere zu nehmen und habe deswegen nur einen bekommen. Verdammt. Nein. Okay, das Schild schützt ihn nicht dagegen, aber ich brauchte unbedingt meinen Magier wieder. Ja. Ja, kenne ich alles schon. Ich hätte gerne nochmal ein paar Feuerbälle. Darf ich? Was bist du? Gib mal. Was? Möchtest du mich verarschen? Ich will Pontius, danke. Okay, Pontius. Nicht Pontius, Magier. Das ist Magier-Action. Ja. Oh, 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 oh. Hilfe. Pack das doch weg. Warum greift es uns an? Was ist das? Hilfe. Nein, das war Mist. Komme ich noch mal was, um dir Schaden zu machen? Fuck. Und das ist jetzt doof. Nein, verdammt. Okay, 4 Schaden braucht er noch. Na komm. Sawyer ist hier irgendwie ein bisschen nutzlos. Ja, alles schön und gut. Ich kriege auch immer nur einen. Die anderen fliegen immer ganz unkontrolliert weg. Was sind das für Blumen? Möchte ich nicht in meinem Garten stehen haben. Ja... Oh, verdammt. Das habe ich falsch eingeschätzt. Wechsel mal ganz kurz auf Sawyer, dass ich...
Amadeus etwas beruhigen kann. Schnell, da, so, fertig. Komm. Fuck. Schnell, nimm doch irgendeine dieser Kugeln. Danke. Hurra! Wir haben einen Splitter gefunden. Nächstes Ziel, Riesenlande. Jetzt fehlen nur noch zwei. Das Artefakt der Seele wird schon bald wieder heil sein. Nur noch ein letztes Abenteuer. Dann wird alles so wie früher. Zur Abwechslung bin ich mal zuversichtlich. Selbst mit einem kleinen Teil des Trine ist vieles möglich. Doch während unsere tapferen Helden ihren Weg fortsetzten, brachte Sarek Trines Schwester in seine Gewalt und das letzte Artefakt der Macht. Trine 3. Die Artefakte der Macht. Ja, und das ist das Ende. Ja. Bisschen sehr plötzlich. Aber ich glaube, meine auch schon gelesen zu haben, dass irgendwie die nicht ganz fertig geworden sind mit dem Spiel. Also Early Access und alles gab's ja, aber es endet ein bisschen abrupt. Aber es soll ja ein DLC geben und ich vermute mal, dass die in den, dass jetzt irgendwie mit zwei DLCs dann die Story zu Ende gebracht wird. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob die DLCs was kosten. Also wenn sie was kosten, fände ich es ein bisschen blöd, weil es waren jetzt wie viele Stunden, 4 Stunden Spielzeit, 5 Stunden Spielzeit irgendwie so. Und dann ist schon Ende. Das für, ja gut, es kostet auch, ist ja nicht so teuer das Spiel, aber naja, man wird sich drauf mal gucken, was halt kommt. Sollten DLCs kommen, die Story weiterführen, dann werde ich natürlich direkt auch in dieses Let's Play mit reinpacken. Ja, zum Spiel. Also ich finde, es ist so grob und ganzen ist es ganz gut, ist ziemlich gut geglückt, diese dreidimensionale. Muss ich halt von den zwei Vorgängerteilen erstmal dran gewöhnen, dass man jetzt nach vorne und nach hinten gehen kann und nicht immer nur einen Ausweg suchen muss, um über Sachen drüber zu kommen, sondern manchmal auch einfach dran vorbeigehen kann. Ja, ich habe jetzt nicht alle Trine-Ecke gesammelt, aber doch die meisten. Die Zusatzmissionen finde ich ganz cool. Allerdings finde ich es ein bisschen, also die sind extrem schwer teilweise. Also ich bin ja bei der einen irgendwie 300 Mal hintereinander an derselben Stelle gestorben. Da wäre es ein bisschen cooler, wenn da zumindest irgendwie, wenn es ein längerer Abschnitt ist, wenn da irgendwie ein Speicherpunkt wäre. Beispielsweise vor diesem einen Kampf mit Sawyer gegen, mit Amadeus war das, mit Amadeus gegen den Feuerballwerfer, weil das ist ein bisschen blöd, weil beim ersten Mal muss man ja erstmal rausfinden, wie man das Ding bekämpfen kann. Beziehungsweise, dass man dem Teil einfach davonlaufen muss und ja, das muss man auch erstmal wissen. Aber ansonsten fand ich das eigentlich ganz gut gemacht. Natürlich grafisch finde ich das wieder, sah super aus. An einigen Stellen, das Kapitel in dem Buch habe ich sehr, sehr hart gefeiert, weil die ganze, es ist einfach ein zweiter Grafikstil in dem Spiel, nochmal, einfach nur für ein einziges Kapitel. Also man sieht, bei dem Spiel wurde sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben, dass das wirklich detailreich ist und alles super aussieht. Also ist natürlich ein bisschen, also von mir aus hätten sie das Spiel auch ein paar Monate später rausbringen können und dafür die Story zu Ende machen. Aber es gab da wohl auch irgendwie Geldprobleme und so weiter. Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass das Trine noch eine Fortsetzung bekommt, also zumindest die DLCs und vielleicht dann auch noch eine Fortsetzung. Weil ich muss sagen, ich mag das Spielprinzip echt gerne mit dem Durchwechseln. Es ist schön für zwischendurch, macht Laune und ja, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Und hui, so endet die Geschichte von 3&3, aber du kannst dein Abenteuer, das war ein bisschen sehr schnell um. Ich glaube, ich kann mein Abenteuer fortsetzen dann und noch weiter erkunden. Hier im Level Screen. Aber ich glaube, wir haben soweit ja alles. Jetzt nicht alles mit vollen, also. Wie? Ach, hier sieht man's.
Im Inneren des Buchs 0 von 0. Ach, das sind die Kapitel, die einzeln. Dann kann man sehen, wo man es verloren hat. 8, 6 und 6, 5, 5, 5. 4 von 9 nur. Okay. Naja, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier nochmal alles durchgehen werde, um alle Trine-Ecke zu bekommen. Mal gucken. Das wird man dann sehen, wenn das DLC kommt. Ja. Aber bei den Bonusmissionen habe ich doch... Okay, meistens muss man nur besiegen und bekommt dann alle A, aber ich habe zumindest in anderen versucht, fast alle. Hier fehlt mir eins, aber egal. Ja, also... Ja, die Levelübersicht an sich ist natürlich ganz schön, dass man dann Nebenmissionen hier einbauen kann, so Einzelmissionen. Das geht ja im normalen Spielverlauf nicht. Aber ich finde es an sich für die Geschichte her schöner, wenn das an einem Faden zieht, sodass man da nicht immer in diese Levelauswahl kommt, weil die bringt einen immer irgendwie ein bisschen raus aus dem Spiel dann. Und das ist ein bisschen schade, aber ja, da kann man mit leben. Gibt Schlimmeres als eine Levelauswahl. Wobei das mit den Trine-Ecken gesperrt ein bisschen ungünstig gelöst ist. Ich glaube, beim letzten muss man entweder überall alle, braucht man 900 für, muss man entweder überall alles voll haben oder man muss Nebenmissionen zwangsweise machen. Das weiß ich nicht ganz. Weiß nicht, ob ich das so gut finde, aber war bei mir jetzt ja nicht das Problem. Ja, auf jeden Fall, mehr habe ich zu Trine 3, die Artefakte der Macht, jetzt auch nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und bis zum nächsten Mal Trine 3, wenn das DLC rauskommt. Hoffentlich in Klammern. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und werde wieder stalken. Was kommt als nächstes jetzt? Ich weiß es nicht bei mir. Wahrscheinlich noch ein bisschen Battle for Westnode, bevor es dann mit was anderem weitergeht. Muss ja immer noch meinen Umzug fertig machen, beziehungsweise wenn das hier rauskommt, habe ich den Umzug, denke ich, auf jeden Fall fertig. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kann auch hier zum Hauptmenü. Kann hier nochmal das Hauptmenü zeigen. So, jetzt aber. Tschüss.